Hi und willkommen zurück zu Deus Ex Mankind Divided. Jo, mir war ja gerade beim Koller, der hat uns mal so richtig optimiert, wenn man es mal so sagen kann. Und jetzt müssen wir nochmal gucken, dass wir hier rauskommen. So, stimmt, da war ja so ein kleiner Schleichweg vom Miller. Miller. Vom Koller. Cool. Und jetzt würde ich doch noch mal gerne immer noch Nacht. Ich würde gerne da runterfallen. Ja, das war so geplant. Unglaublich. Nee. Ich wollte eigentlich Kanalisation. Okay. Ich wollte nur mal an meinem Haus vorbei. Weil ich bin mir hundertprozentig sicher, dass mir irgendwas übersehen haben. Wie dem Mord, wo bei uns oder was hier passiert ist. Hundertprozentig sicher. Ne, Moment. Hallo. Nischen? Hallo, ja. Sir. Nee. So? Ja, hallo? Wir können im Moment nicht viel machen. Wer will mit mir reden? Wir könnten mehr tun. Genau, schade. Schade nicht. So was passiert mir nicht. Wenn man nicht zu spät sind. Daria hat was gesehen, redet aber anscheinend nicht mit den Cops. Wir dürfen ihn nicht davon kommen lassen. Ach, das ist die Daria. Ich kenne sie. Wir sind Nachbarn. Ich habe sie in unserem Haus gesehen. Sie sind schwer zu übersehen. Sind Sie zufällig hier, um zu ermitteln? Nein, mich hat niemand geschickt. Was ist hier passiert? Es ist schrecklich. Eine augmentierte Frau wurde ermordet. Direkt vor unserer Wohnung. Sie war in meinem Alter. Es ist traurig, dass man in der Sache nichts unternehmen wird. Ob die Opfer stehen auf der Prioritätenliste der Polizei ziemlich weit unten, wie die Hunde auf der Straße. Sie sind kein Polizist, oder? Ich war mal einer. Alte Gewohnheiten. In Amerika? Ja, in Detroit. Aber das ist lange her. Sie haben sicher viel Erfahrung. Sie sind an so etwas gewöhnt. Was ist mit Ihnen? Was interessiert Sie daran? Morbide Neugier? Oh Gott, nein. Ich will nur nach Hause. Detective Montag. Er sagt, ich muss bleiben. Er glaubt, ich hätte was gesehen. Haben Sie was gesehen? Vielleicht. Ganz ehrlich, ich würde lieber nichts sagen. Denn wenn ich etwas gesehen hätte und davon erzähle, dann bringt mich das doch in Gefahr. Die, du hast so viel Krimis geguckt. Sie mögen nicht viel von der Polizei halten. Mir geht es da nicht anders, aber das heißt nicht, dass Sie Informationen zurückhalten sollten. Die sind unfähig, mich zu beschützen. Sie wollen es nicht und es fehlt ihnen der Mut. Wie dem auch sei. Es ist wahrscheinlich ihre beste Chance, bei dem Fall zu helfen. Ich weiß. Es ist nur, ich traue der Polizei nicht. Bei ihnen würde ich mich sicherer fühlen. Sie kennt mich doch sie gar nicht. Sie haben ein nachvollziehbares Interesse. Sie sind augmentiert, genau wie das Opfer. Und sie sehen aus, als könnten sie mich wirklich beschützen. Ah, okay. Da habe ich den Wind hier. Aber vielleicht könnten sie helfen. Bitte, Herr Nachbar, reden Sie mit Detective Montag, nur zur Information. Er soll nicht denken, er wäre im Urlaub, nur weil das Opfer ein Opti ist. Naja, okay. Ich frage den zuständigen Beamten, wie weit er mit den Ermittlungen ist. Wenn ich ihm helfen kann, helfe ich.
Danke. Sollte mir noch etwas einfallen, kann ich Sie dann irgendwie kontaktieren? Wollen Sie mir jetzt schon davonlaufen? Bei der ersten Gelegenheit. Jetzt ist kein Zeitpunkt, um in der Kälte zu stehen. Ich will nur nach Hause, die Tür verrammeln und nie wieder rausgehen. Natürlich warte ich, bis Detective Montag es erlaubt. Und ich werde versuchen, alle Ihre Fragen zu beantworten. Ich gebe Ihnen Zugriff auf meine... Was ist denn mit Jensen seinem Kopf basiert? Immer zur Verfügung. Danke, Herr Nachbar. Mit Ihnen über die Sache reden. Warum redet sie mit ihm, aber nicht mit mir? Okay, dann, das war der Kerl, oder? Daria hat also tatsächlich mit Ihnen geredet. Zu mir hat sie kaum zwei Worte gesagt. Was kam dabei raus? Hat sie was gesehen? Sie meinen Ihre Zeugin da drüben. Sie ist noch nicht sicher. Wieso nicht sicher? Entweder hat sie was gesehen oder nicht. Sie hat Angst und glaubt, sie könnte in Gefahr sein. Ich habe ihr gesagt, es sei alles okay und der Täter würde gefasst. Ich würde das gern glauben. Geht mir genauso. Aber wie Sie sehen, war das Opfer augmentiert, so wie Sie. Das macht die Sache komplizierter. Als Cop in dieser Stadt geht es nicht immer darum, das Richtige zu tun oder etwas richtig zu machen. Okay, das sah viel aus. Ich war 12 Jahre lang einer. Ich weiß alles über schlechte Befehle. Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was dir einer sagt und dem, was du für richtig hältst. Völlig richtig. Und wie haben Sie das gehandhabt? Derartige Befehle, meine ich. Ich habe gekündigt. In 2 Monaten liege ich am Strand. Ich kündige nicht. Aber ich respektiere Ihren Idealismus. Das ist lange her. Jetzt bin ich bei Interpol. Interpol, hä? Hören Sie, ganz unter uns, mir wurde gesagt, ich soll unnötige Ermittlungen unterlassen. Sie sollen wissen, dass ich so ein Vorgehen ablehne. Wer hat Ihnen diese Vorgabe erteilt? Männer, die Politik machen und selbst niemanden verhaften. Sie wollen den Ehemann des Opfers, Johnny Gunn, Ex-Sicherheitsmann, schwer augmentiert. In Ordnung. Aber wenn Sie das ablehnen, wenn Sie wissen, dass Dinge falsch laufen, warum unternehmen Sie dann nichts dagegen? Das habe ich gerade. Mir sind die Hände gebunden, aber Interpol könnte parallel ermitteln. Der Tatort ist da drüben und Johnny wohnt nur ein paar Blocks von hier entfernt. Ich sagte nie, dass ich an Ihrem Fall arbeiten werde. Doch, das haben Sie. Sie haben es Ihrer kleinen Freundin da drüben versprochen. Oder nicht? Sie redet nicht mit Cops, weil sie uns nicht traut. Sie ist klug. Ich habe Befehl, den Ehemann zu verhaften. Falls Sie Johnny vor meinen Jungs erwischen, vielleicht erfahren wir dann was Neues. Ich sag Ihnen, was ich rausfinde. Mhm. Okay, interessant, haben wir doch was. Haben wir ernsthaft Johnny Gunn, das ist jetzt irgendwie so... Gitarrist von einer schlechten 80er Jahre Metalband. da fangen wir mal an zu untersuchen. Ja, natürlich sieht das doch nicht aus. Quetschungen. Okay. Nur weil Montag ihm traut, muss ich das noch lange nicht. Werfbar, Studiotasche, das will ich nicht. Alle Beweise sichern. Ich würde sagen, mir. Ach, die sind ja markiert. Etwas wird sie dazu antreiben, uns anzugreifen. Ah, okay, gut, das war das. Die Wunde jetzt mitgenommen. Wunde, Quetschung, Nadel. Hatte ich auch nicht erwartet. Ja, habe ich. Ist alles gut. Klar, hier das nur Licht auf dem Boden, so irgendwas ist da noch.
Ja, Gimo weg hier. Wenn Johnny nicht wäre, hätte ich Ihnen das angehängt. Das ist ein sehr netter Kerl, muss man sagen. Ja, hab ich jetzt noch die Nadel, alles klar. So, EMP-Fragment. Oh, okay. Wenn diese Arschlöcher irgendwas versuchen. Diesmal bist du mit dem Kaffee dran. Hä? Sag was. Ja, okay. EMP-Granate. Noch drei Beweise. Oder Hinweise. Sir, treten Sie vom Tatort zurück. Okay. Aha. Okay. Unglaublich, dass wir eine Brille. Ach so, stimmt, die Kamera drehe die Hinweise. Ja, dachte ich mir. Lustiger. Glauben Sie, ich weiß nicht, was hier los ist? Ja, alles klar. Aber warum steht sowas hinten drauf oder so? Kann man da gucken? Nö. Ist nichts. EMP-Fragment, Nadel. Was ist da? Okay. Ist die Leiter? Ist da nicht irgendwas? Nö. Will ich jetzt im Klatsch mal nur reden? Was für eine kranke Scheiße. Glauben Sie, ich weiß nicht, was hier los ist? Etwas wird Sie dazu antreiben, uns anzugreifen. Widerlich, nicht wahr? Setzen wir diese Unterhaltung doch bei einem Bier fort. Warte mal, komm mal da. Unglaublich, dass wir hier festsitzen. Hatte ich auch nicht erwartet. Oh, guck mal nur an, da ist ein Lüftungsschacht. Was? Ich habe einige Fragen an Sie. Ich werde kooperieren. Sie haben Ihre Hilfe zugesagt, also will ich auch helfen. Das ist doch schon mal was. Fangen wir mal vorne an. Wie ging der Angriff vor sich? Was hat der Mörder getan? Er war über ihr und hat ihr das Böse rausgeschnitten. Zumindest hat er es so genannt, glaube ich. Sie haben seine Stimme gehört? Laut und deutlich. Er klang... selbstbewusst, autoritär, wie ein General, der Truppen befehligt. Was genau hat er gesagt? Es ist Zeit, dich wieder gesund zu machen. Okay. Haben Sie irgendeine Erinnerung daran, wie der Mörder aussah? Ganz ehrlich, ich habe eigentlich nur einen Schatten gesehen. Der Mann war sehr groß. Der Schatten hat alles verdeckt. Sie können ihn also nicht beschreiben? Sein Gesicht nicht, nein. Seine Kleidung war sehr dunkel. Schwarz, vielleicht blau. War er augmentiert? Er hat sich so bewegt, aber ich bin nicht sicher. Was haben Sie hier gemacht? Ich habe Starlight gesucht, meine Katze.
Da war ein Blitz und die plötzliche Sicherheit. Ich wusste, dass gerade etwas Schreckliches geschah. Wo waren Sie genau? Im Schatten. Kopf gesenkt. Ich konnte mich nicht bewegen. Du bist so dumm, Daria. Ich hätte heute nicht ausgehen sollen. Schlechte Energien. Sollte ich sonst noch etwas über Sie wissen? Sie wollen mehr über Daria wissen. Was gibt's da zu sagen? Kleinstadtmädchen will in Großstadt ihren Problemen entfliehen. Jemand anderes werden. Hat's geklappt? Nicht wirklich. Man kann nicht vor sich selbst fliehen. In der Großstadt werden deine Probleme nicht kleiner. So funktioniert das nicht. Warum trauen Sie der Polizei die Aufklärung des Falls nicht zu? Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Was für Erfahrungen? Pfiffe, die ich nicht wollte. Unberechtigte Strafzettel. Die Polizisten hier sind schlimmer als Kinder. Ihr Lebenshöhepunkt war, Teamkapitän ihrer Schulmannschaft zu sein. Ich war Kapitän des Debattierclubs auf der Highschool. Okay. Naja, das ist was anderes. Was halten Sie von Montag? Haben Sie ihn schon mal getroffen? Ich war vor Jahren mal auf dem Revier, um mich über einen Strafzettel zu beschweren. Detective Montag ist für den Papierkram zuständig. Wie hat er sich angestellt? Ganz okay, aber er ist ein Schreibtischhengst. Sehen Sie, wie verloren er wirkt? Die Bullen, die einen Mörder fangen können, die werden bei ermordeten Optis nicht eingesetzt. Hä? Ich tue, was ich kann, um bei den Ermittlungen zu helfen. Viel Glück. Okay. Fehlen aber immer noch ein paar Hinweise. Ist da Schwäche? In der Wand? Nee, eher nicht. Wen hast du verärgert, um diesen Dienst zu kriegen? Diesmal bist du mit dem Kaffee dran. So. War das eine legale Augmentierung? So, jetzt will ich mal was gucken. Yeah. Wow. Okay. Die Idee war gut. Sind in diesem Bereich nicht autorisiert. Idee war gut. Wenn diese Arschlöcher irgendwas versuchen. Wow. Wow, was ist denn hier? Das nehmen wir doch gerne, das da. Ja, von hier könnte der Kerl doch kommen sind. So, Zubehörteile. Wow. Oh ne, da komme ich nur da oben raus. Zusammenbraut? Bist du aber einer aufmerksam, wo ich ja noch nichts gemacht. Ne, da hinten ist nix. Ah, das war nur so
verstecktes Ding. Ich dachte wirklich, wird es noch ein Hinweis geben. Nur noch Enna. Ich bin nicht Montag. Ich brauche deine Hilfe nicht. Okay, mit dem Tor haben wir schon mal. Da hier haben wir auch. Mit Montag, ja, warum? Amüsieren Sie sich gut, Detective? Oh ja. Okay, ich habe ein paar Fragen zu dem Mord. Bevor wir loslegen, sollten Sie etwas über Johnny Gunn wissen. Er ist kein guter Mensch. Ich mag nicht, wie meine Bosse sich auf ihn einschießen, aber das macht ihn auch nicht unschuldig. Mir ist wichtig, dass Sie aus den richtigen Gründen hier sind. Warum sollte ich sonst hier sein? Ich will hier keinen Kreuzzug. Verbrecher begehen Verbrechen. In einer perfekten Welt verhaften wir sie aus den richtigen Gründen. Aber die Welt ist nicht immer perfekt. Sie verhaften den Ehemann des Opfers nur, wenn sie Beweise haben, richtig? Es reicht nicht, dass er nur ein Opfer ist und ihre Bosse ihn im Knast sehen wollen. Ich halte erstmal die Füße still. Aber ohne Beweis, dass jemand anders Angela getötet hat, oder zumindest, dass Johnny es nicht war, habe ich keine Wahl. Reden Sie mit ihm und teilen Sie mir Ihre ehrliche Einschätzung mit, was hier passiert ist. Ja, warum genau vertrauen Sie mir? Weil ich den Eindruck habe, dass Sie kompetent sind. Weil ich alt genug bin, um zuzugeben, dass ich Hilfe brauchen könnte. Und unter uns, weil ich eine Scheißangst habe, einem Mann wie Johnny Gunn entgegenzutreten. Wie lange sind Sie schon Polizist? Ah, zu lange. Und dann muss es auch noch so enden. Was meinen Sie damit? Ich meine, so einen Fall zu kriegen. Die Zentrale macht sich einen Spaß, bevor sie mich in Pension schickt. Aber keine Sorge, ich werde schon überleben. Ich schaffe das. Der Fall ist ein Spaß für Sie? Das habe ich nicht gesagt. Ich sagte, die Zentrale macht sich einen Spaß. Viele Jahre am Schreibtisch heißt nur, dass ich etwas eingerostet bin. Es gibt so viele Vorurteile gegen Optis seit dem Zwischenfall. Stimmt, und? Nun, zum Glück sind die Polizisten hier alle Profis, stimmt's? Sie behandeln alle gleich, richtig? Egal, ob Opti oder nicht. So einfach ist es nicht, und das wissen Sie. Die Polizei ist kein abstraktes Ideal von Gerechtigkeit und Gesetz. Sie ist ein Instrument der Machthaber. Ein Spiegelbild der Gesellschaft, die sie beschützt. Viel habe ich von diesem sogenannten Schutz noch nicht gesehen. Das kommt darauf an, wen Sie fragen. Ich bin hier, weil es mir nicht gefällt, dass jemand direkt vor meiner Nase Leute umbringt. Vielleicht beobachtet er gerade in diesem Moment die arme Zeugin. Oder er sucht eine Gelegenheit, um es wieder zu tun. Das klingt gut, Mr. Interpol. Oh, wow, wow. Wissen Sie, ob das Opfer Feinde hatte? Ich weiß, dass Sie und Johnny sich nicht vertragen haben. Mehr kann ich nicht sagen. Was wissen wir über Johnny, den Ehemann des Opfers? Er hat für das private Sicherheitsunternehmen Bell Tower gearbeitet. Oh. Und wurde schon wegen allem Möglichen verhaftet. Ich glaube zwar an Beweise, aber ich glaube auch an Wahrscheinlichkeit. In 9 von 10 Fällen war es der Ehemann. Warum wollen Ihre Vorgesetzten Johnny einen Mord anhängen? Das kann doch nicht bloß Antipathie sein. Standardvorgehen für Typen wie Johnny. Ich glaube, wenn man einen Mann wie ihn nach Gotham City schickt, gerät er auf die schiefe Bahn und landet bei der Ark oder sonst wo. Er macht 10-mal mehr Ärger, als er wert ist. Aber wenn man ihm was Großes nachweisen kann, ein Mord zum Beispiel, macht er plötzlich keinen Ärger mehr. Das Opfer war wohl in einer Art politischen Skandal mit einem Mann namens Radko Perry verwickelt.
Nichts Neues, dass Politiker und Journalisten sich nicht vertragen. Es lohnt sich also nicht, mit ihm zu reden? Ratko Perry? Ein Mörder? Wohl kaum. Er lässt schlimmstenfalls ihr Auto abschleppen. Ich habe gar kein Auto. Wo kann ich ihn finden? Ratko leitet seine Kampagne aus einer alten Druckerei in der Nähe. Wenn Sie ihm den Tag versüßen wollen, nur zu. Aber mir wird die Nachricht, dass seine Rivalin tot ist, nicht bringen. Eine Rivalin? Ich habe mit Daria gesprochen. Sie bestätigt, dass der Täter ein Mann war. Abgesehen davon weiß sie nicht viel. Sie ist ziemlich aufgewühlt. Ich kann's ihr nicht verdenken. Ginge mir genauso. Sie haben offenbar einen guten Eindruck auf sie gemacht. Seit sie hier sind, ist sie anders. Ruhiger. Ich habe meine erste Frau an einem Tatort kennengelernt. Und ich sage Ihnen was. Heiraten Sie nie Frauen, die Sie gerettet haben. Okay. Oh, stimmt, geht's hier weiter. Hat der Mörder etwas zurückgelassen oder kommt Ihnen etwas komisch vor? Ich weiß nicht. Es ist ein Mord. Egal, ob Sie den von der Seite oder im Kopfstand betrachten. Normal wird sowas nie. In der Schulter des Opfers steckte eine abgebrochene Nadel. Der Mörder hat Angela vielleicht zuerst betäubt und dann getötet. Vielleicht. Aber sie war ein Opti. Müssen Sie nicht alle diese Neupo-Scheiße spritzen? Bitte erst das Offensichtliche, dann die wilden Annahmen. Ich nehme an, Sie wissen, dass Ihre Augmentierungen entfernt wurden. Anscheinend wusste der Mörder, was er tat. Er wusste genau, was er wollte. Puh, wie Sie das gerade gesagt haben. Was ist damit? Wie Sie die Entfernung der Augs beschrieben haben. Und davor eine abgebrochene Nadel in der rechten Schulter, richtig? So ist es. Da fällt mir was ein. Da war ein Cop. Smolinski. Er hat hier gearbeitet. Er hatte diese Theorie über einen Nachahmungstäter, der die Taten eines Mörders von früher kopiert. Svobodka. Es gibt eine Verbindung zu einem anderen Fall? Ich weiß noch nicht. Aber er hat mal was von Nadeln und entfernten Augs gesagt. Smolinski starb bei dem Anschlag auf das Polizeirevier. Seine Akten müssten ins Lager gebracht worden sein. Gegenüber von dem zerbombten Revier. Kann aber auch eine Sackgasse sein. Oh, das ist interessant. Ich habe an Angelas Hals einen Fingerabdruck sichergestellt. Es ist nur ein Teil und für eine Identifizierung wird es nicht reichen. Aber der Täter hat etwas hinterlassen. Und wir wissen, sie wurde gewürgt. Ein Fingerabdruck. Den muss ich übersehen haben. Genau von solchen Beweisen rede ich. Dann kann sich Johnny nicht mehr rauswinden. Aber wir müssen es ihm nachweisen. Muss ich etwas über den Tatort wissen? Ist Ihnen was aufgefallen? Die zerteilte Leiche ist recht auffällig. Aber ich saß auch 12 Jahre hinter einem Schreibtisch. Für mich ist alles auffällig. Oh Gott. Das wird eine sehr redelastige Episode, das du... Ich habe einen Granatensplitter gefunden. Sieht nach EMP aus. Mehr wollte ja nichts passieren. Genau, da könnte sie damit ausgeschaltet haben. Interessant. Johnny braucht für seine Frau kein EMP. Die Bereitschaftspolizei stellt damit Ruhe und Ordnung wieder her. Bei all den Unruhen für und gegen Optis wäre es kein Wunder, wenn das die Erklärung ist. Trotzdem interessant. Ich habe diese Glasscherbe bei der Leiche gefunden. Vielleicht eine zerbrochene Brille. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. In den Nebengassen einer Großstadt sind Glasscherben normal. Das Opfer hatte diesen Presseausweis bei sich. Ja, sie war Journalistin. Daher der Skandal mit Ratko Perry. Aber das beweist noch immer nichts.
Ich will Ihnen bei dem Fall helfen. Um das zu tun, müssen Sie mir sagen, was Sie wissen. Mir helfen, hä? Sie meinen als mein Untergebener? Ich möchte sicher gehen, dass der Täter auch gefasst wird. Genau. Also, ich habe eine Leiche. Angela Gunn. Ich soll auf Druck von oben den augmentierten Ehemann verhaften, Johnny Gunn. Ich habe einen Tatort und Sie. Und Sie gehen. Fürs Erste habe ich, was ich brauche. Ich sollte gehen. Sie tun, was Sie tun müssen. Richtig. So, der Harvester. Für wen halten die sich? Jetzt haben wir wohl diverse neue Ansätze. Stimmt. Wir haben immer noch einen Beweis, der fehlt. Okay, dann muss ich dorthin. Nicht weit von hier. Dann bin ich ja quasi hier. The Perry. Okay. Und das ist wo anders da. Ich würde sagen, da haben wir noch einiges zu tun. Was erst hätte ich natürlich gerne das. Moment, war hier was? Ne, das war nur das, wo aufgeleuchtet ist. Irgendein Hinweis haben wir. Oh. Aha. Da haben wir eine hier schon. Ob ich nur mit dem Heinz sprechen muss? Okay, wir haben alle Hinweise. Guck mal, ob der noch was weiß. Amüsieren Sie sich gut, Detective? Oh ja. Ich will Ihnen bei dem Fall helfen. Das mir helfen. Ich möchte sich. Genau. Fürs Erste habe ich, was ich brauche. Ich sollte gehen. Nee, Moment. Soll Moment. Mir recht sein. Moment. Ja, das haben wir doch schon. So, jetzt hat er sie erst aufgenommen. Für wen halten die sich? So, probieren wir nochmal. Ja, amüsieren wir uns gut über den Fall. Reden wir über. Okay. Genau, muss, ob da jetzt noch so Gesprächsoptionen kommt. Gibt es ein neues Methode? War das da? Nein. Ich weiß es gar nicht mehr. Zeichen. Ich nehme. Wie gesagt. Nee, Fingerabdruck, abgebrochene Nadel. Nee, eher nicht. Schade. Fürs Erste habe ich was. Sie tun. Ja, das tun wir. Gut, und. Interpol. Dann hätten wir auch noch einen Praxispunkt. Was ist die Frage? Was machen wir dann da? Na, sollen wir denn eine Sozialoptimierer holen? Aber ich glaube, dazu ist es jetzt zu spät. Das können wir auch so durchziehen. Also brauchen wir sie eher schon mal nicht. Was haben wir schon? Hacken, tarnen. Ja, komm, das machen wir mal. So. Dann haben wir gut was zum Hacken. Halten die sich. Und ich würde sagen, jetzt tun wir nochmal das neue Ziel. Ne, das tun wir mal noch nicht. Gut. Das Apartment ist nicht weit von hier und beim nächsten Mal sprechen wir dann mal mit dem Johnny. Mal gucken, was das für ein Typ ist. Und bis dahin sage ich dann bye bye.